Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und wirst du? Nein, du hast noch nicht. Aber du müsstest das. Achso, nee, du hast keins, was du. Kein Rezeptbuch, was du. Die Fähigkeiten sind schon zu weit fortgeschritten. Das heißt, wir müssten irgendjemanden mal schicken, der. Mal die neuen Kochbücher besorgt. Oder können wir nicht am Computer Bücher bestellen? Schreiben. Ersetzen? Ach so, ist der kaputt? Ah, stimmt ja, da hat ja auch jemand einen. Na. An Dingsbums gedingst. Na. Ach man, denkt ihr, ich komme da jetzt mal drauf? Was wollte ich denn? Da hat auch jemand eine Sprengfalle dran gemacht. Und dann ist die explodiert und anscheinend seitdem haben wir den nicht mehr ersetzt. Aber egal. Wir gucken mal, was so im Tierheim los ist. Mich würde das halt gerne mal interessieren. Wir müssen ja nichts kaufen, beziehungsweise adoptieren. Emil, Roxy, Henry, Turbo, Pfefferkorn. Und Tigra. Gibt's bei den Katzen. Ein Senior ist. Der ist sogar kostenlos, okay. Sind die alle kostenlos oder gibt's speziell einen Ferkel? Wir brauchen auch unbedingt einen Ferkel. Gott, der ist ja süß. Zonk. Kleiner Hund. Oh, wie süß ist das denn? Ja, wir brauchen ja auch eigentlich theoretisch Platz, aber ich glaube, es sind trotzdem 8 Personen möglich und halt irgendwie noch ein Tier oder so. Also ein Pferd werde ich bestimmt nicht kaufen. Beziehungsweise adoptieren. Aber dieser Zonk, das wäre doch schon irgendwie mal was. Wir haben zwar keine. Ich meine, die Kinder können ja ständig mit dem spazieren gehen. Eine Katze wäre natürlich auch hübsch, ne? Nett. Oder so. Kleiner Hund. Ist auf jeden Fall noch ein Welpe. Ach, ich mach das. Bist du sicher, dass du ein Tier adoptieren willst? Tiere bringen ein hohes Maß an Verantwortung mit sich und brauchen jede Menge Zuneigung. Na ja, klar. Ich lasse das bei Zonk. Zonk wird untersucht und zurechtgemacht, um zu dir nach Hause zu kommen. Ich hoffe, der muss nicht alleine gehen. Ah, das wäre doch mal was anderes als sonst. Weißt, mal ein Hund oder allgemein so ein Tier. Ich bin mal gespannt, wann das Tier vorbeigebracht wird. Apropos Tier. Wenn wir ja dann ein Tier kriegen, dann müssen wir auch Dinge haben für ein Tier, ne? Wie zum Beispiel einen Futternapf. Den könnte man ja hier hinstellen. Und auf jeden Fall eine Spielzeugkiste brauchen wir ja auch. Eine Hundehütte weiß ich jetzt nicht. Der kriegt auf jeden Fall sein
Tierbettchen auch hier hin. Er kriegt alles in den Flur gestellt, ne? Sollte ja eigentlich reichen. Katzendschungel. Oh, ist das mega? Automatische Haustierfutterstation. Ach ja, das habe ich mir ja mal. Oder ist das so schon drin gewesen? Ah, ein Katzenklo braucht er nicht und weiß nicht, das eigentlich auch nicht. Und ein Naschball. Genau. Vielleicht will er damit mal spielen. Kann ja sein. Aquarium wollte ich ja auch mal. Aber ich denke mal. So. Dann haben wir auf jeden Fall mal was Neues. So ein Tier. Ich meine, gut, die Streuner, die hätten es auch eigentlich verdient, dass man die adoptiert. So, du gehst einfach nur aufs Klo. Bin mal gespannt. In der Folge müsste ja dann auch eigentlich das Baby dann kommen. Oder die Babys. Ah! Unser Zonk ist da. Oh Gott, ist der süß. Kann ich dich steuern? Wahrscheinlich, ne? Neues Objekt über. Sag mal, so klein ist das Haus nun auch wieder nicht. Oh, verdammt. Begrüßt werden. Oh, ist das ein neuer Mann? Ah, der kann in mein Schlafzimmer. Oh. Joshua. Können wir nicht zusammen ein Foto machen? Oder so? Kenne ich dich jetzt? Ich kenne dich. Ich werde dich anrufen. Dankeschön. Oh Gott, ist der niedlich. Oh. Oh, sie füllt den Napf. Aus Napf fressen. Wie sieht denn dein. Oh, ist das mega. Und irgendwann ist er ja dann auch verschwunden. Ich meine, der altert ja auch. Was ist jetzt? Schwangerschaft verkünden. Also, wenn er es jetzt nicht begriffen hat, dann weiß ich es auch nicht. Was ist jetzt passiert? Ah, je. So, wir haben jetzt einen Hund. Oh Gott, ist der klein. Wie süß ist das denn bitte? Immer mit der Ruhe. Okay. Knautschi-Knochen. Den können wir hier hin. Ach ja, dann müssen wir uns halt um den lieben kleinen Hund kümmern. Ja, hätte ich ja sowieso. Wir haben ja auch noch andere Dinge zu tun. Wir müssen mal das Upgrade. Bist du jetzt mal fertig mit dem Essen? Hart arbeiten, hart arbeiten. Super. Kann ich dich einladen? Oh Gott, wo ist der jetzt hin? Da ist er. Das ist auch ein neuer Kerl. Joshua? Joshua? Josue? Gott. Aber ich denke mal, als nächstes ist erstmal der Franco. Ich will immer Franco Nero sagen. Aber es ist nur Franco Conny. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du hast so eben ein Haustier. Ja, ich weiß. Wo bist du denn? Warum willst du denn. Oh, das Baby kommt, verdammt. Oh Gott, wie süß. Und der macht gerade so süße Sachen. Oh mein Gott. Es ist zwar süß, aber auch eklig, ne? Das Baby kommt.
Das hat uns ja gerade noch gefehlt. Kann ich dich dafür eigentlich ausschimpfen? Aber ja, sie kann ja gar nicht, weil sie ist jetzt beschäftigt. Ach, man muss so das immer. Also vor der Toilette wollte ich das eigentlich nicht kriegen. Naja. Passiert. Aber ich gucke das auf jeden Fall nochmal nach, wie viel wir dann im Haushalt sein können. Weil es sollte eigentlich mit dem Hund kein Problem sein. Mal gucken. Der Raum ist doch viel zu klein. Dann kriegst du bestimmt keine Zwillinge. Ich hoffe, du kriegst Zwillinge. Bitte, 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 bitte. Ist auf jeden Fall ein Mädchen. Leicht zu beeindrucken. Okay. Nee. Henna. Oder Hanna. Henna. Wird das dann mit H hinten geschrieben? Oder ich könnte auch Emily nehmen. Genau, mit einem Komma. Emily. So, leicht zu beeindrucken und athletisch, Subi. Noch bitte noch ein Kind, bitte noch ein Kind, bitte, 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 bitte. Nein! Doch, 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 doch. Der kleine Junge. Oh Gott. Emily. Ja, Emily ist ja kein junger Name. Ach komm, wir nehmen mal Alibert. Auch wenn das vielleicht nicht der tollste Name ist, aber Alibert. Ich liebe Alibert. Ah. Es wäre doch mal voll mega, wenn wir Drillinge. Komm, noch eins. Schmeiß noch eins. Du kannst das. Du musst nur wollen. Nee, das war's. Okay. Zwillinge bin ich auch mit zufrieden. Du hast nur das andere Kind hingesteckt. Ach nein, das ist das erste. Aber bitte hier nicht auf den Boden. Kannst du dafür dann runtergehen? Was macht er denn noch? Immer noch in den schmutzigen. Der hat Spaß. Zeitung zerstören? Nö, das muss nicht sein. Also du könntest hier mal ein bisschen kauen. Und du könntest mal danach aufs Klo gehen. Also ich finde das toll, dass da jetzt Zwillinge rausgekommen sind. Und dann kannst du dem Kind auch das Fläschchen geben. Aber du solltest erstmal aufs Klo gehen. Ja, genau, gerne. Ach, ein Fisch. Nee. Hart arbeiten. Was ist denn daran so schwer? Gut und gut. Das klingt doch nach einem Plan. So, und dann könnten wir theoretisch mal den Franco hier nach Hause einladen. Achso, ich sollte mal die Namen eintragen für den. Da hat der Miles ja richtig gut zugeschlagen, ne? Hannah. Und Alibert.
Ah ja. Und der Eismann ist wieder da. Und ich muss mich mal um Zong kümmern. Was machst du denn? Herumrennen, ja. Kannst auch gerne mal den Eichhörnchen hier zugucken. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Er ist richtig süß. So, dann ziehst du dich am besten auch mal um. Ich komme gleich mal rüber. Genau. Alltag. Apfelpfannkuchen. Was ist denn los? Wohin möchtest du denn? Kannst auch ruhig mal hier reinkommen. Och Gottchen, er hat sich hingelegt. Wo ist der denn eigentlich, Herr Franco? Da ist er doch. So, damit er auch nach drinnen kommt. Nach drinnen, ja, genau. Dann können wir auch direkt mal flirten. Gute Küsserin müssen wir jetzt noch nicht. Kokett. Koketter Witz. Und Kompliment über Charakter machen. Und Kompliment über Aussehen. Um Autogramm gebeten werden. Ich wollte dich nach drinnen einladen, du Depp. So, wisst ihr was? Ihr könnt doch mal mit dem Tau ziehen. Streicheln. Nach drinnen. Alle mal rein. So. Ja, ich weiß, diese Stühle sind scheiße. Ich weiß nicht, was die gegen diese Stühle haben. Okay, was ist los? Loben für nicht zerstörerisch sein. Anbeschnüffeln. Zuneigung. Reden. Pflegen. Nee. Leckerchen geben. Ich muss hier jetzt echt mal gucken, dass ich hier zwei Dinge, drei Dinge sogar wahrscheinlich unter einen Hut kriegen muss, weil du kümmerst dich nämlich gerade um das Kind, um die Kinder. Die werde ich dann auch auf jeden Fall Dingsen. Also älter werden lassen, aber erst wahrscheinlich in der nächsten Folge. Jetzt kümmere ich mich erstmal um den nächsten Nachwuchs. So, wie wäre es, wenn du noch ein bisschen mit dem Hund dich beschäftigst? Hyperaktiv sein. Baby machen. Was ist denn hier drüben los? Was? Das Kind will doch gar nicht. Jetzt legt Alibert wieder zurück. Ich glaube, es hackt. Er braucht jetzt kein Fernsehen. Du könntest mal deine Schwester kuscheln. So, das scheint ja hier auch ganz gut zu funktionieren.
Was ist denn an den, also ich weiß nicht, was mit den Stühlen falsch ist. Und Tau ziehen könnten wir mal probieren. Ach ja. Was? Wir wollen Baby machen, also los. Ich hatte das gesehen, dass du abholen wolltest. Ich finde das süß. Hoffe ich mal, dass wir Glück haben und dass das dann ein Baby wird. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.